Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Landwirtschaftssimulator 15 mit mir, dem AgrarfLP. Nach langer Zeit geht es ja mal wieder weiter. Wieder mit unseren bekannten Dreschern, die wir schon immer mal hatten und auch seit neuestem haben. Und ja, was gibt's noch groß zu sagen? Part Nummer 99 haben wir angebrochen und es leckt wieder extremst. So, was macht er jetzt hier? Ich hab doch das Ding angeschalten. Sakrapule oder was hier? Das haben wir gleich, Leute. So. Und so. Ah, jetzt. Haben wir. So, dann gucken wir mal. Der arbeitet perfekt. Und mit dem tanken wir mal jetzt ab. Mit unserem Premium. Genau. Das ist jetzt der vorletzte Part hier. Weil noch ein Part und dann ist hier Schicht im Schacht. Und ja, ich würde mich aber sehr, sehr freuen, wenn ihr bei meinen anderen Projekten trotzdem noch mit reinschauen würdet. Das wäre dann ETS, Spin Tires und weiter der LS15. Ich muss schauen, ob das von der FPS her so klappt, auch mit Spin Tires und ETS, weil die ziemlich viele Ressourcen ziehen. Ich muss gucken. Aber ich glaube, das geht in Ordnung. So. Welches Aufnahmeprogramm habe ich nicht? Immer noch Leulo. Einfach für mich in meinen Augen das Beste, weil OBS funktioniert nicht so, wie ich es gerne hätte. Ich würde Lieden gerne mit dem aufnehmen, aber es funktioniert einfach nicht so, wie ich es gerne hätte. Mal gucken. Jetzt haben wir erstmal Leulo. Und dann klappt das ja. Wieder mit dem Joystick. Hoffen wir vielleicht. So. Und dann düsen wir mal zu der Tasche hin. 92,30 ist am vollsten. Den tanken wir mal ab. Später gleich. So. Und dann drücken wir mal das Rohr so ein bisschen ein. So. Dann gucken wir mal. 71,30 startet oben noch. Arbeiten, also ich möchte heute in dem Part hier mit allem fertig werden, mit Dreschen etc. Mal gucken. Denke ich mal, schaffen wir mit unseren Dreschern hier. Weil hier haben wir schon eine riesengroße Schlagkraft. So wie es eigentlich auch sein soll. Der kleine Drescher arbeitet. Wenn ich den mal rankriege hier. Und ich denke, Part 100 wird ein bisschen kürzer als die anderen. Da werden wir uns nochmal kurz die Map angucken. Fahrzeuge, die wir im Laufe der Zeit gekauft haben. Da werden wir schon ein bisschen was über erzählen. Da werden wir uns, denke ich, mal ein Auto kaufen, mit dem wir über die Map brausen. Das können wir eigentlich jetzt schon machen. Das steige ich schon mal aus. Ich würde sagen, wir haben genug Geld. Wir holen uns mal ein Nobel-Auto. Mal gucken, ob ich was da habe. Ein Chevrolet oder ein Audi. Ich nehme den Audi. Den müsst ihr kennen aus meinem, oder kennt ihr sicherlich aus meinem Dingsabums Projekt. Aus meinem Silvester Special, da hatte ich den. Und falls ihr eine wunderschöne 6 Meter Sämaschine kennt, schreibt die mir mal bitte in den Kommentarbereich. Also die sollte so zwischen 6 Meter und 3 Meter haben. 3 Meter nicht unbedingt. Also alles über 3 Meter. 4 Meter, 4,50 Meter, 5 Meter, 5,50 Meter und 6 Meter. Perfekt. Weil ich bin auf der Suche nach einer und da gibt es derzeit nur Quatsch. Genau. Das wäre mal interessant, wenn ihr da eine kennt. So, hier ist noch der Deckel auf. Was. Der Deckel. Hier, der Scheibe meine ich. Einer hatte mich gefragt, ob ich hier ein Modpack zu dem Projekt mache, wo ich die ganzen Mods, die ich hier benutze, mit rein tue. Bin ich noch am überlegen, aber ich denke schon. Ihr könnt, denke ich mal, dann auf Frage,
auf Anfrage das Modpack haben. Das gebe ich euch dann. Es sei denn, ich lade es woanders hoch, aber da bin ich mir auch nicht ganz sicher, weil das ja alles Mods sind, die ich habe benutzt von irgendwelchen Leuten, von den Moddern. Und da habe ich natürlich wieder keine Erlaubnis dafür. Und dann heißt es wieder Modklau und sowas. Möchte ich ja auch verhindern. Oh, das Auto ist sehr schlimm, ey. Heide Witz. Mal gucken. So. Ich werde nicht bezahlt, dass ich ja den Audi zeige. So viel steht fest. Das ist aber ein schönes Auto. Also, gut ab. Sieht geil aus. So. Dann fahren wir mal zu unserem Feld. Yeah, Mann. Der Bauer am Audi. Geil. So ein Fahrverhalten ist gerade verboten, ey, ganz ehrlich. Das ist ja schrecklich. Schönes Auto, aber nein. OMG. Gut, gucken wir mal. 92,30 müsste auch mal abgetankt werden. Chef kommt. So. Ja. Ich denke ja, die eine Fuhre kann da Dings noch machen mit der Pläne. Wir werden jetzt mal hoch zum 71,30 brettern. Ja, da muss man schon an Bremse ziehen, dass der halt driftet. Immer noch mit dicken. Auto, mit dicken Traktoren fahren, das bringt's unnötig, wir müssen mal ein ordentliches Auto haben. Fahren wir mal hoch. Genau. Der Audi Allrad Quattro. Schickes Auto. Schick, schick. Müssen wir mal zum Händler. Feld, Feld. Ja, wegen dem Modpack nochmal, um nochmal drauf zu sprechen zu kommen. Das Modpack wird definitiv nur Mods enthalten. Also die Map müsst ihr euch separat runterladen. Ist zwar auch ein Mod, die Map hier, aber ich rede jetzt von Traktoren, also da werden nur Traktoren und Maschinen, die ich schon benutzt, mit denselben Versionen hier mit reinkommen. Die Map müsst ihr euch selber runterladen mit zugehörigen Mods, also Jobstar und so Zeug, was sie hier braucht. Müssen wir mal gucken. Vielleicht mache ich auch eine neue Dropbox auf. Mal gucken, ob ich das denn hier rein stelle. So, wo ist er überhaupt, der Trasher? Dort. Da gehört er nämlich nicht hinten. Lass mal den immer weiter dreschen. So. Diesmal hier an das Feld ran. Ist er hier noch ein bisschen abgeerntet. Das wäre super schade, wenn wir das so stehen lassen würden. Dann haben wir auch die Feldarbeit schon geschafft. Mein Audi steht dort wunderschön auf dem Feld. So. Zack. Und dann machen wir mal hier die Kiste auf und fahren mal hinter zum Quadtrack, da ist nämlich voll. So. Jetzt haben wir jetzt ein bisschen verbummelt mit dem Autofahren. Aber es macht Spaß, das muss man sagen. Ich war jetzt, denke ich mal, den Part hier direkt an aufeinander aufnehmen. Ja, direkt aufeinander aufnehmen. Hintereinander. Das war ja nicht unbedingt groß Zeit verlieren und nicht immer wieder speichern muss und so, das muss auch nicht sein. Gut, Knut. Hier läuft alles sehr flüssig. Deswegen Karre aus und dann düsen wir mal hier rein. Der hat schon noch ein bisschen zu tun hier. Dann hängen wir nächste. Der freien Blase. Und
Und wir benötigen den hier. Ja, geht weiter. So, wir werden mal jetzt zurücksetzen hier. Und dann mal auf den dort im Boden. So. Ja, kann man die Lenkachse irgendwie sperren? Das ist eine Krankheit. Ja. Yeah. So. Wollen wir bergen? Nicht dein Ernst! Bleibt da 2 Meter vor mir stehen. Ich meine, die 3 Liter hätten jetzt hier auch noch reingepasst, oder was? Ach ne, da bleibt schlimmer, ich bin stehen, oder was? Ja. So, der lenkt hier ganz seniormäßig um. So. Entschuldigung, nichts gegen Senioren. So, einmal ausklappen, das Teilchen. Dann waren wir hier mal tankerischen. Das läuft. Zack. Und einmal ein Premium. So. Das ist schon. Ich habe das Trashback nicht eingeschalten. So, jetzt. Und dann brauchen wir den hier. Das schnell bei das rein. Und Düsen in Anführungsstrichen. Jetzt mal zum Hof, und dann ist ja auch Schicht im Schacht für den Drescher. Der hat dann hier auf unseren Hof ausgedehnt. Erstmal. Genau. So. Der hat dann erstmal ausgedehnt. Schöner Drescher, hat man von Anfang an. Ich kann mich noch an gute Zeit mit denen erinnern. Sehr schöner. Sehr schöner Drescher. So. Aber der durfte jetzt das letzte Mal Roggen ernten. Weil hier auf Bärenfeld soll nämlich eine Tagebauhalde entstehen. Und deswegen wird das ja alles planiert. Nee, Spaß. Die wird natürlich weiterhin noch so kultiviert angebaut hier, aber wir kriegen einen Helfer, der übernimmt das hier. Und deswegen sind wir hier erstmal in Anführungsstrichen entlassen, dürfen natürlich immer noch helfen und man hier auch noch ein bisschen weiterarbeiten. So in Gedanken jetzt praktisch. Wir dürfen hier weiter wohnen in unserem Häusl. Aber der neue Geschäftsführer wird hier alles übernehmen. Da wird auch Casey H. übernehmen, das passt alles. Soweit gibt es nichts zu sagen. Mehr. Alle Trakten, die wir hier benutzt haben, wird er weiter übernehmen. Und dann passt das. Das war ich. Schnieke. Und wir steigen mal den hier ein. Nein, nicht auch schon. So. Genau, und dann werden wir hier im nächsten Part alles wieder auf den Hof schaffen. So wie es gehört. Dann werde ich noch ein paar Infos hier einleiten. Unsere Maschinen noch alle mal zeigen, die wir benutzt haben im Laufe des Projektes hier. Genau, wer sich interessiert für den Fuhrpark hier, einfach bitte mal eine E-Mail schreiben, hier einen Kommentar schreiben. Dann sollte das eigentlich soweit passen, denke ich mal. Ohne irgendwelche Probleme. So. Das ist fertig. Genau. Ich werde jetzt noch offline den 7130 schon nach Hause geleiten, weil das ist immer eine Tortur mit dem zu fahren. Das ist eine absolute Krankheit. Ich mag die Drescher eigentlich überhaupt nicht, aber da passt von der Größe her sehr gut hier rein. Genau, und der hier, der ist auch ziemlich langsam. Ich meine natürlich ziemlich schnell, mit 25 Stundenkilometer, das ist
richtig schnell. Genau. Aber meinen schwarzen Humor, ne, den werdet ihr sicherlich noch weiter begleiten dürfen. Ich hoffe zumindest, dass ihr mich hier auch weiter begleitet, auch wenn wir LS15 Bärenfeld nicht mehr weiterspielen werden. Sicherlich wird es ab und zu mal ein weiteres LS-Video geben, mal von meiner Zwischendurch-Map oder was ich mal Privatspiel. Es ist meistens auch interessant, ne, zu wissen. Und ja, genau, dann bedanke ich mich auch für heute schon fürs Zuschauen hier im vorletzten Part. Let's Play Landwirtschaftssimulator 15 auf der Bärenfeld Mod Map. Über ein Abo und ein Like würde ich mich extrem doll freuen. Und dann bedanke ich mich bei euch. Macht's gut. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss.